Hallo, guten Morgen. Ja, ich wollte heute noch mal ein wichtiges Video für euch machen. Ein Klarheitsvideo. Weil das liegt mir wirklich am Herzen. Ich merke immer wieder, wie ich früher auch, logisch, ich will mich davon auch überhaupt nicht ausnehmen. Ich teile jetzt mal ganz kurz das Video noch. Genau, ich will mich davon wirklich nicht ausnehmen. Ich weiß ja genau, wie es ist, weil ich ja auch so rumgeirrt bin und immer wieder mir diese Fragen gestellt habe. Wieso, weshalb, warum? Warum ich nicht? Wie kann es denn gehen? Es muss doch gehen und so weiter und so fort. Und auf diesem Weg bin ich eben auch auf das Gesetz der Anziehung gestoßen. Und Esther Hicks kennt ihr wahrscheinlich auch. Es gibt ganz, ganz viele, die das Gesetz der Anziehung lehren. Und dieses Gesetz der Anziehung postuliert, dass deine Schwingung deine Realität anzieht. Ja? Und dass du quasi verantwortlich bist für das, was du anziehst. Und da kommen wir schon auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Dieses Verantwortlichsein. Guten Morgen, Susanne. Dieses Verantwortlichsein, dieses schuldig sich fühlen für das, was man im Außen anzieht, das ist etwas, was ganz verheerend sein kann. Weil wenn du glaubst, dass du schuld bist oder dass du eine Schuld hast oder dass du ein Verursacher von etwas bist, ja, dann zieht es deine ganze Energie zusammen und dann bekommst du eben ein, sage ich mal, das Selbstbild eines Schuldigen. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du glaubst, dass du schuld bist. Das macht deine Energie so klein, das macht dich so unsicher. Guten Morgen, Annette. Das macht dich so unsicher, oder? Und das ist eines der größten Probleme, was ich sehe, dass wenn man mit dem Gesetz der Anziehung, das ja per se nicht schlecht ist, das ja auch wahr ist, aber es hat eben Postulate oder es hat Sachen drin, die implizieren eben, dass du dich schuldig fühlst. Und das ist eines der Oberkiller, ja? Und da will ich eben jetzt die Überleitung machen und sagen, okay, das Gesetz der Anziehung, es geht nicht um das Gesetz der Anziehung. Ich muss nichts anziehen. Und das ist auch etwas, was Dr. Jody Spencer in seinen neuen Meditationen auch schon anders macht. Mal so, muss ich sagen. Aber es geht eben darum, dass du dir die Frage stellen musst, okay, alles das, was ich will, das existiert schon. Geh quantenphysisch dorthin oder geh mit den Gesetzen der Liebe und der Schöpfung dorthin, dass du eben sagst, alles ist schon erschaffen, alles in der höchsten göttlichen Energie ist schon existent. Aber die Frage ist, wo bist du? Das ist die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist nicht, wo sind die Sachen, die ich will, wo sind meine Wünsche und wo sind meine Träume und ich muss die anziehen, sondern die Perspektive muss andersrum gehen und es muss heißen, ich. Ja, es geht immer nur um mich. Wo bin ich? Wo bin ich mit meinem Denken, Fühlen? Und handeln. Also, Schritt Nummer eins, wo bin ich mit meinen Gedanken? Da kannst du jetzt mal rumgucken und dir einen Wecker stellen und sagen, was denke ich gerade? Aber die wichtige Frage ist, wovon bin ich überzeugt? Wovon bin ich überzeugt? Das ist das, was dein Leben verändert. Wenn du deine Überzeugungen veränderst, und zwar deine Überzeugungen, wie das Leben funktioniert, deine Überzeugung, wer du bist in diesem Leben, mit was für Fähigkeiten du ausgestattet bist,
wie du dich selber siehst, was du für eine Einstellung dir selber gegenüber hast, was du für eine Einstellung dem Leben gegenüber hast. Das ist das Entscheidende. Und das ist dieser Umkehrpunkt, der so einen riesengroßen Unterschied macht. Und das wird den nicht wirklich beigebracht an vielen Orten. Ja? An vielen Orten, überall, wo du hinschaust und wo du hinhörst, geht es immer nur darum, oh, wo sind die Sachen, die ich haben will, wo sind meine Wünsche und wo sind meine Träume und wie kann ich die anziehen. Aber so kommst du nicht weiter und deswegen drehen sich auch so viele in diesem Never-Ending-Suchenrad und wo ist die Lösung, wo ist die Lösung, wo ist die Lösung? Ich sag dir die Lösung. Die Lösung liegt in der Perspektive und die Lösung liegt eben darin, dass du erkennen musst, dass es nicht darum geht, dass die Dinge noch nicht da sind oder von dir nicht angezogen worden sind, sondern es geht darum, dass du dich getrennt fühlst. Dass du dich getrennt fühlst, dass die Sachen schon da sind, dass das Universum ist sowas von unendlich. Nur immer wieder die Frage, wo bist du? Was glaubst du? Was machst du? Du, wie beurteilst du? Das macht so einen riesengroßen Unterschied und das ist die Zauberformel. Und dahin zu gehen und es kontinuierlich zu leben. Und da kommt wieder diese Göttlichkeit ins Spiel. Weil diese göttlichen Gesetze, die Gesetze der Schöpfung, hallo Ursula, hallo Jasmin, die Gesetze der Schöpfung, die besagen aus, dass der Schöpfer in dir wohnt und dass aus dir heraus wieder du erschaffen und geschöpft wird. Aber wo bist du, Schöpfer? Wo bist du? Denkst du noch als Schöpfer, du musst irgendetwas anziehen mit dem großen Gesetz der Anziehung? Oder sagst du, ja, ich bin Schöpfer und ich spüre diese göttliche Energie in mir, die sich anfühlt wie komplett aufgehoben, geliebt und unterstützt. Und du kannst nichts glauben und du kannst nichts handeln, wenn du es nicht fühlst, weil dein Körper ist dein Fühlinstrument, das ist dein Schwingungsinstrument und dein Körper sagt dir, wo du bist. Weil du stellst dir ja die Frage, wo bist du, wo bin ich im Vergleich zu allem dem, was ich mir wünsche und was ich mir erträume. Dein Körper sagt dir, wo du bist. Ja, deine Gedanken sagen es dir auch, wo du bist. Deine Überzeugungen sagen es dir auch, wo du bist. Du hast die Stellschrauben. Dann, erste Stellschraube, Gefühl. Und das ist genau das, was wir machen in der Ausbildung zum Coach für göttliche Energie. Du lernst zu fühlen, wer du wirklich bist. Und du bist kein angstgebeuteltes Tier. Du bist auch nicht ein Flight-or-Fight-Superprogramm, was weiß ich nicht was, Reproduzierer. Du bist göttliche Energie, wenn du es zulässt. Wenn du deine ganze menschliche Perspektive, die dir eben sagt, dass du getrennt bist, die dir eben sagt, dass du irgendwas anziehen musst, der dir irgendwie sagt, dass du irgendetwas verschuldest, die dir eben sagt, dass du, ja, Ursache-Wirkung bist. Diese Perspektive abzulegen und in diese schöpfergöttliche Perspektive reinzugehen, Augenperspektive, dann Gefühl. Wie fühle ich mich denn? Was ist denn mein wahres Gefühl, wenn ich all diesen Bullshit ablege, all diese Überzeugungen, dass ich irgendwo irgendwas nicht richtig gemacht habe, dass ich aus der Vergangenheit her Altlasten mittrage, bla 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 bla. Ja?
uns davon reinigen, von diesen ganzen Überzeugungen und zu sagen, ich bin als reines, göttliches, liebendes, perfektes Wesen hier angekommen. Alles, was dieser Überzeugung entgegensteht, darf jetzt gehen. Und dann bist du da, wo du wirklich bist. Und aus diesem wirklichen Seinszustand heraus kommst du dorthin, wo deine Sachen sind, die du dir wünschst. Dann wirst du nicht mehr getrennt. Du hebst die Trennung auf, weil du willst ja nur all diese Sachen, damit du dich auf eine gewisse Art und Weise fühlst. Und damit du all diese Sachen haben kannst, musst du dich halt erst auf diese gewisse Art und Weise fühlen. Und dann kannst du Tricks machen und kannst sagen, okay, dann stelle ich mir halt jetzt vor, dass ich ganz, ganz reich bin und dass ich jeden Tag ganz, ganz viel Geld bekomme. Und in dem Moment, wo du dir das vorstellst, dann fühlt sich das auch richtig klasse an. Aber in dem Moment, wo du wieder Nachrichten guckst oder wo du einkaufen gehst, ist es alles wieder weg. Und damit es nachhaltig bleibt, musst du dieses Wissen in dir verankern, wer du wirklich bist. Dieses Wissen, damit musst du aufwachen, damit darfst du einschlafen, damit darfst du deine Mitmenschen und deine Umwelt anschauen und dann hörst du auf, irgendwann mal dich zu reflektieren in einer äußeren Vergangenheit, die sich daraus ergeben hat, was du früher über dich gedacht und gefühlt hast. Und deswegen ist einfach das, was wir machen in der Ausbildung für göttliche Energie, Coach für göttliche Energie, ist genau das, diese absolute Transformation von dem im Außen gebeutelten, manipulierten und kontrollierten Wesen, dass du wirklich zurückgehst und spürst ganz, ganz tief in dir diese Wahrheit über dein wahres Sein, über deine wahre Kraft und über deine wahre Power, die alles transformieren kann, die transformiert dein ganzes Leben, weil es ist ja nicht so, dass du etwas anziehen musst, sondern es ist so, dass du jemand sein musst, und zwar der du schon immer wirklich bist. Diese Person, die perfekt hochschwingende Liebe ist, die Schönheit sieht, die Freude lebt, das ist dein Normalzustand und alles, was dem entgegensteht, dass dir nicht erlaubt, diesen Normalzustand zu leben, das muss zuerst losgelassen werden, und zwar auf zwei Ebenen, auf energetischer Ebene und dann hier oben in deiner Vorstellung, in deinen Überzeugungen über dich und das Leben und darüber, wie das Leben funktioniert. Und ich meine, wir sind alle nicht so aufgewachsen. Es hat uns keiner erzählt, dass wir. Wer hat dir erzählt? Ja, du kannst dein Leben kreieren. Alles klar, super, habe ich schon gehört, habe ich 1000 Bücher gelesen. Aber wie? Aber wie denn? Jetzt kommt das Gesetz der Anziehung und sagt, ja, du musst halt jetzt alles anziehen und du musst in diese Schwingung kommen. Ja, und dann bist du in dieser Schwingung, aber nicht lang genug. Dann stehst du da und sagst, ja, wieso kann ich es nicht anziehen oder kann ich nur ein bisschen anziehen? Weil du es nicht bist. Weil du immer noch eine dich trennende Vorstellung hast. Und diese Vorstellung kannst du bereinigen. Aber nicht alleine, nur damit du die Vorstellung änderst, sondern dein ganzer Seinszustand, deine Energie darfst du verändern. Du darfst in einen neuen energetischen Zustand eintreten, der dir neue Vorstellungen erlaubt. Und wenn das für dich irgendwo plausibel und logisch klingt und du sagst, das will ich jetzt umsetzen, ich will es nicht mal kurz umsetzen, ich will auch nicht mehr suchen, es geht ums Umsetzen, es geht ums Machen. In unserer Ausbildung, die am Sonntag startet, lernst du das Wie. Aber wenn du dieses Wie nicht permanent anwendest, dann hilft es dir halt auch nichts. Und es geht auch wirklich darum, die Relevanz zu erkennen, dass du am Morgen, den ganzen Tag hindurch, immer wieder diese Arbeit, die du beigebracht kriegst in der Ausbildung Coach für göttliche Energie, machst. Und es braucht nicht lange. Es ist ein einfacher Job, aber der muss sich das muss sein wie Zähne putzen.
Das muss einfach sein wie Zähneputzen. Das muss wirklich, das muss immer wieder, muss sagen, okay, fühlt sich nicht gut an, habe ich meine Tools, ich wende sie an. Und deswegen machen wir auch 6 Tage am Stück 2 Stunden täglich, damit sich das in deinen Habitus, in deine Gewohnheiten einbrennt. Ich bin die ganze Zeit mit diesen Tools unterwegs. Ich weiß nicht mal mehr, dass es Tools sind, weil das schon so normal ist für mich, dass ich immer wieder weiß, welche Energie brauche ich, wo ist sie, was ist die Wahrheit, was ist die Wahrheit über mich. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen. Und Gesetz der Anziehung ist nicht falsch, aber es hat Komponenten drin, die dir eben diese Anziehung nicht erlauben. Und wenn du das bereinigst, dann hast du den Weg offen zu deinen Wünschen, Zielen und Träumen, weil die sind ja alle schon da. Du hast ja gesehen, du kennst deine Ziele, du kennst deine Wünsche, du kennst deine Träume, du hast Bilder dafür. Und wenn du Bilder dafür hast, dann heißt es, es ist ja schon da. Ja, es ist ja schon da. Weil sonst könntest du es dir ja nicht vorstellen, sonst wäre es ja nicht ein Ziel, es wäre ja nicht ein Wunsch, es wäre ja sonst kein Traum von dir. Also heißt es, es ist schon da, also heißt es, es gilt nur noch, diese Sache zu klären, wo bist du? Und das ist ja auch schon mal richtig super, weil an dir selber kannst du permanent arbeiten, dann kann dir keiner einen Strich durch die Rechnung machen. Also, wenn es dich interessiert, Ausbildung zum Coach für göttliche Energie ist für mich der absolute Schlüssel. Egal, was du bist, ob du Coach sein willst, ob du Coach schon bist, ob du glücklich in deiner Beziehung sein willst, ob du deinen Körper heilen möchtest, ob du Emotionen heilen möchtest, ob du alte Verletzungen heilen möchtest, ob du Angst heilen möchtest, ob du da rauskommen willst aus diesem Chaos da draußen, das dich scheinbar noch betrifft, dann ist es genau der erste richtige Schritt, dass du selber dein eigener Heiler bist, dass du nicht angewiesen bist auf andere Leute, dass du nicht mehr permanent Hilfe suchst für deinen Seinszustand, dass du das regeln kannst. Und wenn du das für dich regeln kannst, dann bist du so ein Geschenk für andere, weil dann kannst du auch anderen zur Hilfe und zur Unterstützung sein. Wir können einander wahnsinnig gut helfen, aber du möchtest doch auch nicht die ganze Zeit irgendwo anklopfen und sagen, kannst du mir helfen, kannst du mir eine Heilung geben, kannst du mir da, kannst du mir hier. Es ist schön zu fragen nach Hilfe, aber ich sag mal, das Grundbedürfnis, das möchtest du doch selber regeln. Und wenn du dann Hilfe brauchst für nächste Schritte, nächste Level, ist ja mega cool. Da gibt es so viele gute Leute immer wieder. Aber diese Abhängigkeit, die kann es doch nicht sein, dass wir abhängig sind vom Außen. Abhängig von anderen Leuten, abhängig von dies, abhängig von das. Das ist ja genau das komplette Gegenteil von dem, was wir wirklich wollen. Weil wir wollen Freiheit, wir wollen Selbstbestimmtheit. Das ist doch unser allergrößter Wunsch und das ist ja schon da, wenn wir einfach eintreten in die Dinge, die schon da sind, von denen wir aber abgelenkt und getrennt worden sind. Und das ist wichtig zu erkennen. Es ist nichts Neues, was ich dir erzähle. Das ist total altes Wissen. Das ist biblisches Wissen. Ich sag's einfach nur modern, weil wenn wir so abgeschreckt sind von Bibel und Kirche, weil die das uns ja so verkauft haben, dass wir schuldig sind und das bla 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 und all diese Bedingungen daran geklebt. Darüber rede ich auch nochmal tiefgreifend auch in der Ausbildung, weil das wichtig ist. Es ist wichtig, diese ganze religiöse Geschichte, die kirchliche Geschichte für dich klar zu kriegen und es ist wichtig, das Geld klar zu kriegen. Das, was Geld für dich bedeutet und was hinter Geld eigentlich wirklich steckt. Wenn du die 2 Sachen nicht klar gekriegt hast, weil das ist ja das Weltliche und das Kirchliche, ja, wenn wir das nicht klar haben für uns, dann rennen wir immer wieder gegen eine Mauer. Und es ist eigentlich so einfach, diese Perspektiven zu ändern. Ich mache es immer wieder in meinen Coachings und dann kommt so, oh mein Gott, ja genau. Und es ist so wenig, aber es ist doch so viel, es bedeutet so viel. Also wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir oder schreibt der Anja.
Und ich freue mich auf euch, wenn ihr wirklich dabei sein wollt, wenn ihr transformieren wollt, wenn ihr ein anderes Leben haben wollt, dann geht es nur über diesen Weg. Ich habe alles probiert, ihr könnt es mir glauben. Frag mich irgendwas, frag mich irgendeinen Ansatz. Ich kenne ihn, ich weiß, was er will, ich weiß, was dahinter steckt und ich weiß, wieso es nicht funktioniert. Ich habe alles probiert. Es hört sich vielleicht ein bisschen arrogant an, soll es aber nicht sein. Es ist einfach nur wirklich so, wir grenzen uns immer wieder ein und dem Moment, in den wir unsere Göttlichkeit einsteigen und in diese göttliche Wahrheit, gehen alle Grenzen auf, gehen alle Limitierungen auf. Ja, danke, danke, Susanne. Es ist wirklich, es ist der Weg und wenn alle, die das jetzt hier hören, wenn das mit dir resoniert, dann geh und schau es dir an, mach die Ausbildung mit und lass dich nicht mehr abhalten. Und jedes Mal, wenn du glaubst, oh, ist irgendwas falsch an mir, ich mach's nicht richtig, dann weißt du, dass es eine Lüge ist. Weil du machst nichts falsch. Das Einzige, was du falsch machen kannst, ist, dass du es nicht machst. Das ist der einzige Fehler, den du tun kannst. Dass du in einer Art Schockstarre bleibst, weil du denkst, oh, ich habe schon so viele Fehler gemacht. Du hast noch nie einen Fehler gemacht. Noch nie hast du einen Fehler gemacht. Und du wirst auch nie Fehler machen. Aber du musst wirklich deinem Herz folgen. Und dein Herz ist das Tor zu deiner Göttlichkeit. Und dein Herz weiß es. Danke, Ursula, danke. Also, ihr Lieben, wirklich, lasst euch nicht aufhalten. Das Göttliche will seine Kohle zurück. Die so bei mir im Coaching waren, die kennen den Satz. Und es geht wirklich darum, dass wir jetzt zulassen dürfen, dass wir dieses Geld in unsere Hände kriegen. Und wir wissen, dass wir das Göttliche verkörpern, dass wir dazu da sind, dass wir das Göttliche verkörpern dürfen, dass wir eben göttliches Geld annehmen dürfen und vor allem, um es auch wieder auf göttliche Art und Weise zu verteilen. Aber dazu müssen wir hier einen riesengroßen Shift machen und können nicht mehr sagen, ah ja, wir sind so spirituell und wir sind so bescheiden. Das Göttliche ist überhaupt nicht bescheiden. Das Göttliche ist da in voller Kraft und in voller Power. Aber wenn du das halt nicht dich traust, rauszulassen, dann bist du limitiert, an diese Limitierung aufzulösen. Jeden Tag, jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend. Und rauszugehen und das Herz zu öffnen, keine Angst mehr zu haben, irgendetwas falsch zu machen. Du kannst nichts falsch machen. Du kannst nur Angst haben, was falsch zu machen und dann machst du es falsch. Also lasst euch nicht mehr einschränken, glänzt, redet, sprecht, teilt und vergesst das, was im Außen passiert. Das wird sich schon regeln. Das, was im Außen passiert, wird sich regeln. Das ist eine Reflexion unseres kollektiven Bewusstseins aus Jahrhunderten. Und diese Reflexion wird sich ändern, wenn wir unser kollektives Sein verändern. Und dieses kollektive Sein muss sich an dieses göttliche Sein erinnern. Und dann sehen wir es im Außen. Aber solange wir es im Außen nicht sehen, dann sehen wir es halt dort, wo wir es sehen. Wir sehen es hier in solchen Videos, wir sehen es in anderen Facebook-Gruppen, wir sehen es in Masterminds, wo wir sind. Wir müssen uns unsere Welt für uns schaffen. Und diese Welt wird immer größer werden und irgendwann mal wird die äußere Welt, die ihr seht, wird genauso ausschauen. Aber solange sie halt nicht so ausschaut, heißt es, ich habe hier noch Job zu machen, ich habe hier noch dieses Wissen zu verteilen, ich habe mir noch Liebe zu generieren, ich habe hier noch Klarheit zu generieren und Wahrheit zu generieren. Und das ist unser Job. Es ist unser Job. Irgendeiner muss es ja machen, oder? Und wir wissen ja alle, wie es funktioniert. Wir sind Schöpfer. Also,
In diesem Sinne, ihr könnt mir noch Fragen schreiben, auch unter die Kommentare, in den Privatnachrichten, was euch beschäftigt, was euch nicht klar ist, wenn hier noch irgendwie, was labert die, was meinen die damit? Schreibt mir, es ist mir wirklich, wirklich wichtig, hier Klarheit reinzubringen und jeden einzelnen Menschen zu ermächtigen, zu bevollmächtigen. Dann werde ich heute mal glänzen. Danke für die Inspiration und Ermutigung. Du glänzt eh schon so wunderbar. Lass dich einfach nicht aufhalten. Und genau, und schaut euch gegenseitig diesen Glanz ab. Das ist doch das Coole, diesen Glanz, der aus diesem Herzen rausglänzt, aus dieser Begeisterung über unser göttliches Sein. Und nicht da diese Nachzügler da im Außen, in der Politik und was auch immer. Who cares? Ist halt so. Es ist immer im Außen langsamer. Ja? Auch wenn dein Mann oder was auch immer, eben alles, was jetzt in deinem Inneren brodelt und generiert wird, das wird sich schon im Außen zeigen. Das ist ja genau das. Es wird sich im Außen zeigen. Es geht nicht darum, dass du es anziehst, sondern wenn du da bist, wird es sich im Außen zeigen. Es geht ganz genau darum. Wie ein Maler. Er malt sein Bild, sein Bild, sein Bild, sein Bild, sein Bild. Es steht noch gar nichts drauf, es sieht nach nichts aus. Und irgendwann mal, ta-ta-ta-tam, es ist bildfertig. Aber wenn der Maler aufgehört hätte, an diesem Bild zu malen, wäre das Bild ja nie fertig geworden, oder? Wenn der Maler das Bild malt und jeden Tag hinkommt und sieht, oh mein Gott, 80% von der Leinwand sind ja noch weiß. Oh mein Gott, ich glaube, ich male nicht richtig. Ich höre mal auf. Ja? So ist es mit dem Leben. Unser Leben ist eine weiße Leinwand. Wir malen und wir malen, wir malen und wir malen und wir malen und wir malen und wir hören gar niemals auf zu malen. Darum geht's, ja. Und irgendwann mal ist das Bild fertig. Also, wenn ihr Tools braucht, meldet euch. Sonntag legen wir los. Ausbildung zum Coach für göttliche Energie. Wenn ihr schon irgendwas anderes habt, wenn ihr ready seid. Ihr seid ready, ihr seid eh schon alle ready. Aber wenn ihr... Es sind ja nur Erlaubnisgeber, es sind einfach gute Tools, es sind einfach gute Energien und es sind einfach einfache Tools, ja. Es gehen nicht 200 Stunden, was weiß ich, kompliziert. Mir ist es wichtig, dass es einfach ist und dass ich es immer, immer anwenden kann. Und darum geht's, ja. Ich brauche einfache Sachen, nicht irgendwie was Komplexes und deswegen... Wenn ihr kommt, es wird einfach. Es ist alles, es ist wirklich einfach. Und ich weiß, einfach ist manchmal ziemlich schwer. Aber letztendlich auf die lange Sicht gesehen ist einfach ja einfach. Okay, also ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und morgen kriegt ihr von mir ein Video aus dem Tessin, aus der Sonnenstube der Schweiz. Ich gehe jetzt hier mal aus meinem immer noch ziemlich schneeigen, wunderschönen Engadinental gehe ich jetzt mal ins Tessin gucken, wie die Blumen blühen und wie der schöne Lago Maggiore da vielleicht auf ein Bad mit mir wartet. Mal schauen, wie warm es ist. Aber freut euch drauf, ich zeige euch dann ein bisschen schöne Natur. Also bis dann. Mua. Tschüss, tschüss.